Servus und hallo, willkommen zu Pizza Connection 3. Ich bin wieder zu Gast beim lieben Don Valano, dem Anno. Moin Moin. Und wir sind hier wieder, ja, bei Pizza Connection 3. Unser Restaurant hat jetzt tatsächlich mal eröffnet. Und unser Koch und unsere Serviererin warten eigentlich nur sehnsüchtigst darauf, dass mal jetzt ein Gast vorbeikommt, die eigentlich von 3 Uhr bis 9 Uhr ihre Hochzeit haben. Mhm. Wir haben es jetzt schon 5 Uhr und es war noch nicht mal irgendeine Sau hier in der Gegend von unserem Restaurant. Aber okay, kommt sicherlich noch. Was Dano meinte, es gibt jetzt Leute, die, also so mehr Symbole über den Köpfen. Da haben wir zum Beispiel so ein Pizzasymbol über einem Kopf und dann so ein Pizzasymbol ist gut, weil dann haben die Bock auf Pizza. Ja, aber das schwenkt gerade so um. Der hat gerade noch Bock auf Pizza und dann hat es in das andere umgeschwenkt. Da kann sein, dass er unsere Fischspitzen gerochen hat und dann gesagt hat... Schau mal, warte mal, bei dem Pizzatypen, wenn der, genau, da, sobald die bei dem Haus vorbeigehen, ist das irgendwie ein anderes Symbol. Mhm. Gucken wir uns die mal an. Charlotte Harris, hey, die läuft ja auch die ganze Zeit da vorbei. Aha. Die haben wir vorher schon gesehen. Es gibt wahrscheinlich 3 Namen. Theoretisch müsste man die echt noch verfolgen. Geht wahrscheinlich immer nur die Straße rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. So wie der Polizist, der läuft doch die ganze Zeit bei uns herum. Wo ist der eigentlich jetzt gerade? Das Auto fährt da gerade, das Polizeiauto. Ach da. Aber es läuft doch einer irgendwie die ganze Zeit auf Streife. Ja. Charlotte Harris. Vor die Stalker hier gerade, oder? Wie sie so geht. Kannst du es vorlaufen lassen? Ja, ich kann auch mal bei unserem Restaurant bleiben, ob jetzt vielleicht noch irgendjemand kommt. Also für die Menge von 105 Leuten, die mögliche Menge. Die Tür ist offen. Ja. Die ist immer offen automatisch, sobald der Laden auf hat. Ah. Übrigens alle, das ist auf Durchzug hier. Also die hier sitzen echt mies, weil die sitzen an offenen Fenster, offene Tür, hier nochmal zu offenen. Oh, und Daumen hoch. Da oben, nach oben. Sind das wir? Nee, doch nicht. Gleich mal liken. Die setzt sich hin. Und die Tante? Ruby Thomas. Guten Tag, was hätten Sie denn gern? Okay, dann geh ich mal holen. Hey, alter Penner. Oh, das geht aber schnell. Sieht man auch, welche Pizza das ist? Ja, gleich. Also sieht man es an der Farbe schon? An der Farbe? Ja. Naja, also wenn das jetzt eine grüne Pizza wäre, wird die dann auch grün ausschauen, wenn es serviert wird? Ich fand es gerade schon mal interessant, dass sie dreieckig war, weil wir ja dreieckige Pizzen hatten. Ja, finde ich also auch. Ich geil. Also ich vermute fast, es sind kleine Miniaturdarstellungen unserer Pizza. Cool. Also, sie letzte mag... Letzte Pizza Pure Outback. Genau. Letzter Besuch war bei unserem Touristenloch. Sie hat das Pure Outback gegessen. Die Bewertung der Zutaten findet sie noch nicht ganz so prickelnd. Ebenso, na wohl, der Rest geht eigentlich. Gut findet sie die Einrichtung und den Preis findet sie auch noch gut. Die Wartezeit hätte besser sein können und viel besser auch die Servicebewertung. Aber dann bräuchten wir halt eine Servicekraft, die... Oh. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Jetzt Hallöchen. Los. Knapp vorm Ende jetzt. Also vor 9 Uhr. Geht's da nochmal ab. Gucken wir mal, das sieht wieder nach der Pure Outback aus, so vom. Ja. Die hat halt sogar in der Mitte irgendwas liegen. Ja. Das könnte durchaus diese Schlange sein, die wir da hingepackt haben. Das ist ja geil, das ist aber cool, wenn sie das wirklich einbauen. Pure Outback, ja. Sie hat Pure Outback gegessen, so was heißt. Cool. Die ist sehr beliebt, das ist wieder eine Pure Outback. Ja! Komisch. Aber komischerweise Studenten hier die ganze Zeit. Studenten? Wir haben null Touristen. Da völlig auf Touristen eingerichtet. Stattdessen kommen jetzt die ganzen Uni-Reinis hier rüber gewatschelt. Das Miese ist nur. Wenn jetzt gleich 9 Uhr ist. Hauen alle ab. Tja, so viel zu unserer potenziellen Kundschaft. Ja.
Pure Outback. Schade, dass sie, die haben die jetzt was gekauft? Die noch gegessen haben und gegangen sind, ja. Die nicht. Wir quasi rausgeschmissen haben nach dem Motto, ist 9 Uhr, wir machen jetzt zu. Ja? Die nicht. Ja, okay, schade. Also ich weiß nicht, ob wir es jetzt hier schon einsehen können. Wir haben auf jeden Fall ein Minus gemacht, wenn wir auf 12.000 sind. Wie kommst du darauf, wenn wir mit 50.000 gestartet sind und jetzt nur noch 12.000 haben? Nein, ich meine, nachdem wir alles gekauft hatten. Ja, das wird eh Tage dauern, bis sich das so ein bisschen eingependelt hat. Konkurrenz hat auch eröffnet, die zweite. Oh. Die Lina, ne? Da unten. Ja, was hat die so? Ist auch auf dieses rustikale Stil gegangen. Mann, also übrigens jetzt hier, du kannst mal übrigens hier sehen, das eine ist klassisch, glaube ich, und das andere ist rustikal. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden was ist. Ja, okay. Also man kann den Kram schon mixen miteinander. Ich kann es jetzt nur nicht einsehen, wie die Auswirkungen sind. Man sieht aber sechs Leute da, lame. Naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, mehr waren bei uns heute, glaube ich, auch nicht drin. Ja, vor allem, weil wir es rausgeschmissen haben. Und wenn wir das machen würden, wir könnten dann bei uns im Ladenmenü einsehen, okay, der Einrichtungsstil ist zu so und so viel Prozent für die und so für so und so viel Prozent für die geeignet. Oh, geil. Der Typ da gerade, der da entlang kommt, da über den Weg. Ja, der erinnert mich irgendwie immer so an, als ob das ein Bürgermeister wäre, so denke ich. Ja, schaut echt so aus. Sieht man auch von der Konkurrenz eigentlich, wenn da jetzt die Leute mal, backen und so weiter. Das ist unser Zwillingsbruder. Ja, das ist die Familiengeschichte, wir haben uns irgendwann entzweit. Ja, ich muss jetzt mal gucken, nicht, dass wir Drillinge waren, warte mal. nein. Nee. Wie schaut die aus? Hat so ein Zöpfchen, oder? Ich glaube doch nicht mal, war das nicht die? Oder undefinierbar. Ja, mit so einem Sommerhut und Brille. Warte, guck mal rein bei der. Sieht man, dass die gerade Kundschaft hat? Ja, stimmt. Also man kann reingucken. Zumindest die Frau sieht man da. Ja. Also wenn hier Kundschaft drin wäre, würde die auch angezeigt werden. Aber der Polizist ist irgendwie festgebackt, habe ich das Gefühl. Klick mal aufs Lokal an sich. Ah. Ja. Okay, der hat mehr Potenzielle als zumindest der andere da. Mit seinen 5 oder 6 potenziellen. Ja. Wäre interessant, ob, weißt du noch, oh, mal, wer was sogar mehr war? Der fährt sogar mehr Schichtbetrieb, weil... Weißt du noch, ob das der wirtschaftliche war? Ah ja, stimmt. Warte mal, ich hab's... Ja, die Outback war der obere, das war der wirtschaftlichere. Okay, das erklärt dann, warum der das bessere Lokal genommen hat, wahrscheinlich. Und der fährt schon mehr Schichtbetrieb, falls es dir gerade aufgefallen ist. Die sind gerade von der ersten Schicht raus und die Servierer. Aber der verkauft halt auch nichts. Finde ich gut momentan. Nee. Soll es dem besser gehen? Also, sowas macht unser Wagen, der hat eröffnet. Im Lenzwehrviertel. Das ist echt krass, ey. Na komm, da bleib stehen, dicker Bonze. Für dich haben wir das eröffnet hier. Jetzt bin ich gerade, hier gehen jetzt die Touristen hin. Nee, auch nicht, okay. Das wär's. Aber der wird gleich zu uns kommen, der. Da habe ich einen Hunger jetzt. Willst du noch Pizza? Es ist ihm zu weit. Den extra Mal, da gehe ich jetzt nicht. Aber hat der jetzt offen überhaupt zu unserer Zeit? Ja, das ist, wenn die Klappe auf ist. Ah. Wenn die zu ist, dann. Da ja, kommt Bronze. Ein Krufti. Opa. Wow, Halleluja. Mit dem Preis 100% zufrieden, mit der Geschwindigkeit zufrieden. Was hat er genommen? Für den kleinen Hummer. Ja, wie schnell der den Hummer weggesnackt hat. Echt, ja. Für den kleinen Hummer. Und wenn man bedenkt, jeder kauft 30 Pizzen, der hat gleich 30 für den kleinen Hummer bestellt. Straß. Noch. Wir brauchen echt die Lidfasäule daneben. Hier. Ja. Ja, achso, das Uni, ist das andere Lokal. Ich mach mal ein bisschen schneller. Wie ist es von den Sounds her? Angenehm. Also die Musik ist chillig.
Momentan höre ich die ganze Zeit nur Vogelgezwitscher. Oder hast du dein Fenster wieder auf? Nee. Ah, die hat auch was gekauft, oder? Ja, die hat auch für den kleinen Hummer wohl bestellt. Nice. So, das hier ist ein Bonzer, also die Bonzen sind die Dinge. Ja. Komm, komm. Wir haben extra für Bonzen eingerichtet. Jetzt hatten wir einen Grufti und eine, was hat die? Tourist. Ein Student. Ein Student. Ist ja wie in unserem Lokal, ja, ohne die Studenten. Und jetzt kommt noch ein Student. Die Bonzen laufen dran vorbei, das ist denen zu oh, nicht die Konkurrenz genug. Hat noch mal was eröffnet. Diesmal ist das ein Laden oder sowas? Nee, das ist ein Lagerhaus, hat sie sich gekauft. Das heißt, die hat das Ding zuerst erforscht. Warte mal, haben wir es nicht auch schon erforscht? Lagerhaus. Also wenn du willst, können wir jetzt schon das Lagerhaus anmieten. Ja, wäre vielleicht geiler, oder? Weniger... Laufweg, ne? Weniger Laufweg, ja. So, das wäre dann dieses Ding hier. Haben die unterschiedliche Kosten? Also hätte man noch eins, was vielleicht näher ist? Haben wir vom... Achso, ne. Näher, also wir haben die zwei. Frag mich jetzt nicht, also ich finde das hier ist ein das Stück näher. Das kostet 750 und das auch. Okay. Also hier müsste es halt nur einmal um die Ecke und über die Ampel rüber. Und für hier hinten müsste es über zwei Kreuzungen. Schon ja. Das ist so ein. Mhm. Man rechnet hier und in Kreuzung. Haben wir oben noch eins? Oberhalb von uns? Nee, hier oben sind nur Lipfersäulen. Du siehst ja hier die Mini-Symbole auf der Karte. Hier ist kein. Hier hinten ist noch. Oh, das ist sehr weit weg wieder. Wie viele Kreuzungen sind da dazwischen? Eins. Nee, das, ja, nee. Auch zwei, aber der Weg ist halt viel ja. weiter. Ja, dann machen wir das. Dann rufen wir das. So, wir möchten das heißt, die noch anschließen. Die müssen die Waren, die haben es jetzt aber im Warenhaus, oder? Jein, wir müssen jetzt einen Lieferanten feststellen. Beziehungsweise aktuell werden wir beliefert von der Müllhalde. Wo ist die Müllhalde? So heißt unser Lieferant. Ach so, okay. Wir könnten auch auf die Wiederverwertung auf dem Supermarkt, Großhandel, Superior oder Deluxe gehen. Du siehst halt nur die Kosten gehen nach okay. oben, genauso wie die Qualität dann nach oben geht. Das war das, was du gesagt hast, was auch bekrittelt wurde, dass man dann quasi nicht sieht, wie die beliefert werden. Ja, was heißt, man sieht es nicht, man sieht es ja schon, in Anführungszeichen. Also da der Laden gesagt, selbst da gab's jetzt irgendwie nicht. Da hat sich jemand aufgeregt drüber. Ja, man sieht halt nicht, wie dieses Lagerhaus selbst beliefert wird. Das ja, genau, generiert das meine ich, ja. halt die Waren irgendwo her. Aber okay. ob man das jetzt wirklich braucht, ich meine, da wird dann einfach, man die Animation wäre, hier fährt ein LKW ran, irgendjemand packt sie rein und der LKW fährt weg. Ja. Gab's früher auch nicht. Ich meine, die Leute müssen sich auch mal vor Augen halten. Früher hat man das ja auch nicht. Ja, ich meine, ich weiß ja nicht, was immer die Erwartungen sind, dass echt wirklich alles bis ins kleinste Hyper-Detail dargestellt wird. Es war nicht früher alles besser, nein. Und was mir gerade jetzt auffällt, ist in Australien eigentlich wirklich Linksverkehr? Ja. Ah, okay, gut. Das war auch cool, dass sie simulieren. Das war so eine Umstellung, vor allem für die, wenn man Kreisverkehr fährt, weil das halt dann auch nach links rausgeht. Ich glaube, ich würde mich gar nicht drauf. Der Kumpel hat auch gemeint, damit war er erstmal, wir dann zurück waren in Tirol, auch erstmal in die falsche Richtung gefahren. Sorry, ich bin aus Australien. Kreisverkehr links rein. Naja, solange nicht gleich in 40 Tonnen um die Ecke kommt, ist alles gut. Gut, also wollen wir bei der Müllhalde bleiben oder wollen wir ein bisschen höhere Qualität nehmen, dass wir... Qualität und Kosten. Ja, schon ein bisschen mehr, oder? Die Wiederverwertung vielleicht. Ja. Also klingt auch nicht viel geiler, aber. Anstatt des Mülls gibt's das Ausgekotzte. Eigentlich braucht man dann gar keine Boten, die besonders schnell sind, oder? Weil da haben wir eh gesehen, viel Unterschied macht das nicht. Und viel also Weg haben die nicht. Nicht wirklich mehr, nee. Also ich bin am Ende auch wirklich auf die Menge gegangen, die sie mitschleppen. Jo, unser Lokal ist derzeit geschlossen. Ich glaube, unser Truck auch. Hier siehst du jetzt übrigens mal, die Klappe ist dann unten.
Okay. Da kann also auch keiner mehr ran. Jetzt haben sie alle Hunger, weißt du? Ja, das war doch zu erwarten. Aber es ist eigentlich, wir haben die richtige Uhrzeit, 9 bis 18 Uhr, das ist... Was hat denn die Metro für... Ist die dauerhaft besucht? Ja, aber ich kann die Metro selbst nicht anklicken, weil da geht jeder durch. Na. Das wäre natürlich geil, wenn die Metro nur hauptsächlich am Abend frequentiert wird. Hm. Was soll von hier nach da? Eine kürzere Lage, Anlieferung wäre hier auch möglich, wenn wir dieses Lagerhaus hier noch pachten, aber es, ich finde, es lohnt sich nicht für diesen kleinen Karren, ja, da ein Lagerhaus zu pachten. Also. Aber ich dachte, der wird eh sowieso von nix angeliefert, also von. Er holt sich das dann selbst, wenn er es braucht. Der eine Angestellte, der da drin ist, also. Ich glaube, unser alter Ego einfach. Ja, aber der läuft dann, wo läuft er dann hin? Dort zu unserem Lagerhaus? Das wird nicht angezeigt. Okay, also dann ist es eh egal, dann braucht er eh kein Lagerhaus. Ja. So. Ich drehe jetzt mal die Karte und irgendwie verirre ich mich dann nächstes Mal. Hier, da waren wir. Jo, ich lasse mal einfach mal vorlaufen bis zum nächsten Tag, weil jetzt passiert eh nichts mehr. Ein Gegner hat eben schon ein Lagerhaus angegriffen. Jetzt hat der zweite auch. Ich wollte gerade sagen, der zweite hat gerade auch. So, Besucher durchschnittlich. Hier bin ich noch nicht so ganz aus diesen Tabellen schlau geworden, weil hier steht jetzt Platz gefunden. 8 von 9 Leuten haben einen Platz gefunden. Also ich habe mal vorhin grob überschlagen, ich glaube, wir haben 20 Sitzplätze. Mhm. Also, Zack. Ja, ich darf nicht außerhalb des Monitors klicken. Wenn ich nicht auf den zweiten Monitor klicke, dann geht das Spiel in den Hintergrund. Also da bin ich noch nicht so ganz schlau draus geworden, was das bedeuten hat. Ich würde dann wahrscheinlich eher auf die Prozentuale, keine Ahnung. Oder es lag daran, weil wir die Leute rauskicken mussten. Ja, vielleicht. Wenn es einer weiß, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Weil die Tipps sind echt toll. Vergrößere deinen Speisesaal, stell mehr Stühle auf. Noch mehr? Noch mehr. Vor allem, wir hatten hier wirklich nicht mehr als 8, 9 Besucher. Oder es sind halt so Leute, die alleine sitzen wollen, aber ich weiß nicht, wie weit das Spiel das dann implementiert. Boah, das weiß ich nicht. Weil ich würde mich jetzt auch nicht an so einen vollen Tisch setzen. Ich meine, okay, wenn sonst nichts da ist, dann schon, aber ansonsten würde ich wohl auch einen eigenen Tisch suchen. Ja. Aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das Spiel so weit denkt. Ich denke ich auch nicht, dass es so weit geht. Vor allem wird es ja auch nirgendwo wirklich angezeigt. An sich ist es ja als Platz gefunden perfekt gemarkert. Mhm. So, das heißt, Leute haben an sich einen guten Platz gefunden. Zumindest 88% von allen. Anlieferer kommen übrigens gerade wieder, bevor wir dann gleich wieder aufmachen. Ja. Zur Info. Wir können jetzt übrigens mal gucken, ob die jetzt wirklich zum Lager. Oh ja, scheint so auszusehen. Weil das habe ich mich auch noch nicht verfolgt. Warte, ich mache das im Journal hier mal wieder zu. Wie die Autos aussehen, ey. Ja. Ich finde die Grafik eigentlich ganz geckig. Ja, doch. Hat was. Was ist das denn da? Ich glaube, das sollte eher nach Madrid, oder? Sieht aus wie so ein Stierkampf oder sowas, ne? Ja, viel Fantasie. Na, okay. Wir sind annähernd gleich schnell. Ja. Ey, die Ampel hält halt voll hier auf, ne? Mr. Wilson. Ach, jetzt gehen sie hier hinten rüber. Nachdem, wo gerade grün ist, ja. Also was natürlich sein kann, wir haben das Lagerhaus natürlich heute erst gekauft, dass hier noch gar nichts drin ist. Sieht man nicht, ne? Man kann es, warte doch mal, man kann es irgendwo, kann man es einsehen, ich vergesse das nur immer wieder. Hier. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das. Jetzt ist das, was im Touristenloch eingelagert ist, glaube ich. Warenhaus. Ja. Also ich glaube, dass das hier erst am nächsten Tag, also einen Tag nachdem was gekauft wurde, dass es über Nacht beliefert wird.
Ja, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich am nächsten Tag, obwohl unsere Lage ist eigentlich sehr voll. Hm. So. Wir haben jedenfalls schon offen. Ja. Wir haben die Bedienung und der Koch, die stehen schon mal da. Wir sind bereit. Hier ist übrigens der Polizist wieder. Böse schon guckt. Allein wie viele Polizisten hier auch immer. Hier drüben ist gleich noch einer. Das ist krass. Hier hinten ist ein Polizeiauto. Mhm. Wir sind echt am Hotspot. Zumindest für safe. Also die anderen werden uns auch nie angreifen. Ach so, ja. Muss man ja auch mal so rumsehen. So, wir haben jetzt schon 3000 verloren über Nacht wegen den ganzen Mieten und Gehältern. Polizist guckt kurz rein. Geht wieder. Habt ihr geschaut? Macht ihr hier auch wirklich nur Pizzen? Ah, der wird kommen. Student. Unsere Hauptzielgruppe. Derzeit. Auch wenn es gar nicht so beabsichtigt war. Können wir überlegen, ob wir dann vielleicht einen Tisch oder so auch im Studenten-Style machen. Ich glaube, die Studenten mögen auch modern. Ja, modern oder rustikal. Mhm. Von daher ist es gar nicht mal so falsch. Party, woo! Das Teenager. Ist jetzt... Ich bin gespannt, wann wir unsere ersten Touristen bekommen. Wo ist das? Das ist, glaub ich, das war doch schon ein Tourist dabei, oder war beim Wagen? Yeah! Und der hat auch Pure Outback. Also Pure Outback ist echt das Highlight-Ding hier. Geht super, ja. Bin gespannt, was der jetzt bestellt hat, weil die Pure Outback ist auch nicht gerade billig. Wie lange sie wartet. Ja, es ist im Prinzip so, sie nimmt sie auf und im Prinzip überträgt sie an ihn per Funk, was er zu kochen hat. Weil sobald sie, ich zeig das mal beim nächsten Gast, wenn er dann reinkommt. Hm, hab's gesehen, geht doch bis zur Tür, schreit kurz rein, ey. Also der erste Gast war um 5 Uhr da. Habe ich jetzt mal drauf geachtet. Also wir könnten theoretisch irgendwann die Arbeitszeit vielleicht zurückversetzen. Weil wir schmeißen dann die Leute raus und das ist auch nicht Sinn und Zweck. Nee. Das ist vielleicht dann am nächsten Tag oder was. Wir können es ja gleich mal einstellen hier. Das ist bei den wo die Hochphasen sind wahrscheinlich. Ja. Ja. Dass da zu viele kommen, die gar nicht zeitgleich bedient werden können und dann. Ja. Ja gut, wir verschieben es von 3 auf 6 Uhr morgens. Also. Naja, das ist auch blöd, dann verpasst man den ersten Peak. Na, das ist auch blöd. Ja, ist doof, dass da gerade in der Mitte nichts los ist. Doch gar nicht so einfach, wie ich uns gedacht habe. Nee. Oh, jetzt haben wir einen Gast verpasst. Dammit. Ja. Wieder ein Student. Wie gesagt, ich bin gespannt, wann wir die ersten Jasmine Touristen hier Martin. Von den 3 oder 4 umliegenden Hotels hier bekommen. Und wo die alle hingehen. Pure schon wieder Outback. Einrichtung im Touristenloch ist spitze. Ach, schön. Wahrscheinlich wegen dem Namen patronieren so viele. So, da kommt der nächste Student. Das ist eine Touristin, oder? Dahinter, schau mal. Die da so angepisst ist. Ja. Und die mag nicht was? Ich vermute, das heißt jetzt. Kannst du irgendwie bei ihr auf Info klicken oder auf nee. Stern? Okay, nur dass sie alle ich drei weiß, gleich. Sie haben irgendwann gesagt, passt. Also in den ersten Patches, wir haben jetzt Symboliken eingefügt, was die Leute nicht mögen, damit es dem Spieler ein bisschen einfacher dargestellt wird. Hä? Nimmst du, es wäre mal ganz schön, wenn sie auch mal dazu schreiben würden, was die Symbole heißen. Ja, hallo. So, noch eine Stunde, also momentan läuft es noch nicht so ganz rund. Gerade gefunden in den Patch Notes. Stadtbewohner geben jetzt Feedback über ihren Köpfen, wenn sie ein Restaurant nicht betreten, um den Spieler mitzuteilen, was ihnen nicht gefällt. Dadurch hätte der Spieler auch wichtiges Feedback, ja. um in der Kampagne vorzuschreiten. Ja. Sehr wichtiges Feedback. Also wäre es vielleicht so, dass wir vielleicht noch eine Pizza machen sollten, die vielleicht noch mal ein bisschen was anderes hat als Fisch und Fleisch? Ja, vielleicht wirklich auf Studenten abgemünzt. Die kommt ja jetzt schon nur. Ah, da kommt der nächste. Also achte mal, wenn sie reingeht, sie nickt bei der Bestellung und nach dem Nicken legt der Chefkoch los. Siehst du das? Wie so eine Funkübertragung. Ah, ja, oder so. Ja.
Jetzt haben wir wieder den Nachteil, wir werden... Wie die bezaubernde Genie. Wir werden wahrscheinlich gar kein Geld von beiden kriegen, weil es lokal gleich wieder schließt. Ist wieder ein bezahlt, okay. Ist wieder eine Outback-Pizza. Glaube ich. Klick mal drauf. Ja. Also Outback geht Hammer. Sieht man, wie gut die Pizzen gehen? Gibt es da so eine Statistik overall? Ja, der kleine Hunger, das war in der... Den haben wir verkauft in dem Laden, also in dem kleinen Karren. Apropos, den haben wir doch gar nicht umbetitelt, oder? Vesuvio, oh Gott, wie langweilig ist das denn? Was ist denn? Wollten wir es jetzt Rattenloch nennen oder wollten wir da zuschauen? Oder hat wer gekauft? Was hat man noch? Rattenloch und. Das dritte hat man auch noch. Ja, eine Pizza auf die Quantasia oder sowas. Achso. Das sind. Wir suchen. Der backt durch die Dingen, das ist auch cool. Lauft durch den Boden. Tja. Ah, die hüpfen dann mehr oder weniger so ein bisschen drüber, die gehen ja auch durcheinander durch. Das sind aber auch Kleinigkeiten, ganz ehrlich. Ob die eine Kollision aufeinander haben oder nicht, das ist mir so Mir nur gerade aufgefallen, aber ich würde da nie einen negativen Review drüber schreiben und sagen, bra, was fällt euch ein? Wir haben alle dasselbe Hemd an und bla. Man muss es ja auch mal so sehen, je mehr sie auf sowas achten, je mehr Details reinbringen, je mehr verschiedene Charaktere, Uniform, Haare, Kleidung und so weiter, geht es ja am Ende zu Lasten der Performance, weil das wird ja nicht nur hier simuliert, die ganze Stadt wird ja zeitgleich, auch da wo wir nicht sind, simuliert, liebe Leute. So, und jetzt stellt euch mal Leute vor, die vielleicht... Liebe Leute. Liebe Leute. Die vielleicht nur einen Laptop oder sowas haben, ja, mit... Also, auch wenn es jetzt keine Battlefield-Grafik ist, aber das Ganze zeitgleich zu berechnen, alle Leute, die hier überall simultan rumlaufen, die alle einzelne Namen und Wünsche haben und Vorstellungen und was weiß ich, geht schon auf eine gewisse Rechenleistung. Das soll man nicht unterschätzen, finde ich. Ich schau gerade, wie geil wirtschaftlich der Lilane gebaut hat. Der hat ja sein Lagerhaus komplett woanders. Der hätte ein Lagerhaus, was direkt unter ihm wäre auch. Ja, also sagen wir mal so, der Lilane ist nicht ganz so der Wirtschaftliche von beiden. Er ist nicht so der Held, unser Zwillingsbruder. Alter, da kann er auch ganz normal zum Markt rennen, oder? Also das macht für ihn gar keinen Unterschied mehr. Nee, vor allem, weil genau drunter halt eins ist. Hier drunten ist sogar auch ein Markt, also... Ja. Ist aber cool, das dann zu sehen, dass es auch eine Auswirkung hat mit der Wirtschaftlichkeit und dass nicht nur einfach ein Reiter ist und der macht nichts. Er macht Blödsinn. Ja. So. Ja, wollen wir auf Studenten noch ein bisschen mehr gehen? Würde ich sagen, aber das in der nächsten Folge. Warte, schau dir mal ganz kurz das Lokal an. Unseres? Ja, mit den Zielgruppen. Das sind doch und dann auch auf Studenten. Sieht man, wie viele das sind? Weil ich meine, 0 bis 21 ist ein großer Sprung. Au, warte mal, ich kann sie ausschalten, ja, ne? 3. Okay. Also die kommen schon. Das sind auch immer so circa 3. Das kommt ja hin. Die 3 haben wir schon mal als Stammkunden. Geil, läuft. Bevor sie die Uni gehen, dann noch schnell eine Pizza zum Frühstück. Aber die Touristen bleiben irgendwie aus. Also irgendwas haben wir bei den Touristen. Ich weiß nicht, warte mal. Man, es ist halt echt komisch, dass die halt erst um 5 so richtig anfangen. Weil um 5 war der erste Gast. Oh ja. Ich finde es halt sehr irritierend, dass gar kein Tourist kommt, obwohl das eigentlich die Hauptmenge an Leuten ist, die hier... Man sind doch Touristen, das, oder? Ja. Moment. Gemüse, Gewürze, Fisch und Fleisch. Vielleicht ist mit vielfältig gemeint, dass... nicht viel von einer Sorte, sondern viel von den Sachen, die sie mögen. Also viel Gemüse viel Gewürz. Komm, dann machen wir jetzt noch so eine Veggie-Gemüse-Gewürze-Pizza, machen wir jetzt noch eine rein.
Ja, können wir machen. In der nächsten Folge? In der nächsten Folge, genau. Denn es ist Folgenende, liebe Freunde. Halbwegs mal geschafft mit 29 Minuten. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, bedanke mich beim Valvo fürs Dabeisein. Gerne, gerne. Und dann backen wir beim nächsten Mal so einen tollen Veggie-Touristen-Kladderadatsch. Backen wir es an. Das wäre ein geiler Folgentitel. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich notiere mir das mal. Irgendwann muss ich Provision dafür verlangen, ey. Das Schlimme ist, ich bin bei sowas gänzlich unkreativ. Ich meine, siehe Stellaris Let's Play, was 164 Folgen kirillianische Handelsgilde heißt. Ich weiß nicht, ich bin echt unkreativ bei sowas. Ich weiß nicht, wie du oder andere das ständig machen. Ich müsste jedes Mal das Let's Play von vorn bis hinten durchgucken, um so einen Moment zu haben, so, das könnte es jetzt sein oder so, aber. Bist du noch da? Valvo? Jetzt wieder. Ah, hallo. Okay. Kurz irritiert. Egal, warst du weg oder? Ich habe dich gerade nicht gehört. Ja, ich dich auch nicht, deswegen. Verbindung vielleicht abgebrochen oder so. Okay. Ich habe nur noch gehört, ich bin gänzlich unkreativ, zack. Ende. Ausrufzeichen, Ende. Jo, egal, komm. Na, passt. Wir es wieder überreißen. Mhm. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Genau, schalt es auch dann wieder ein, wenn wir es anpacken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.